Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest Builders 2 auf der Switch. Schauen wir uns doch mal an, was wir hier erledigen müssen. Nein, ich wollte mich nicht ausruhen. Ach, immer dieser A-Knopf. Was wir denn hier machen müssen? Ja, machen wir doch erstmal den Block hier kaputt. So ein ähnliches Rätsel hatten wir doch schon mal. Und? Tja, das Wasser kommt aber nicht bis unten. Ja, und nu? Soll ich das einfach hier auffüllen, das Wasser? Ich gebe jetzt einfach mal hier oben ein bisschen mehr Wasser rein. Und nu? Bringt das was? Oh, ja, tatsächlich! Oh, Leute. Da haben wir das Puzzle gelöst. Huxel löst das Puzzle. Das war ja schon mal was. Oh, hier sind Mini-Krabben. Ich suche eigentlich die große Variante von euch, ihr kleinen Ekelviecher. Boah, also die, selbst die kleine Variante von denen, die teilen aber schon ordentlich aus. Alter Schwede. Oh, die sind aber ganz schön... Oh, die sind aber ganz schön übel. Oh, hier ist eine rote. Da ist eine rote. Oh, die sind aber heftig. Oh, die Stufe von Huxel und Melroth erhöht sich. Schön. Melroth wird stärker und Huxel erreicht Stufe 6. Seine maximalen Lebenspunkte erhöhen sich. Hey Huxel, es macht Spaß, diesen ganzen Schurken zu besiegen. Wir werden immer stärker. Ich habe das Gefühl, ich könnte den ganzen Tag lang Monster verhauen. Wo wir gerade von Verhauen sprechen, Huxel, ist es nicht ein bisschen mühselig, einen Block nach dem anderen mit deinem Hammer kaputt zu hauen? Vielleicht fällt mir eine besondere Kaputthauttechnik ein, mit der es schneller geht. Oder zumindest mit der es mehr Spaß macht. Wie wär's mit... Ja, warte mal eben. Ja, das sollte klappen. Okay, pass auf, tu einfach das, was ich dir sage. Hab mal genau wie ich den Hammer über deine Schulter. Ja, genau. Sieht nicht schlecht aus, Huxel. Und dann schlägst du ruckartig mit einem riesigen Kabumm zu und haust alles von dir in Stücke. Ja, genau, so. Das wird noch richtig praktisch, wenn du einen großen Haufen Blöcke kaputt hauen willst, hä? Huxel lehrt eine neue Fähigkeit, den Superschlag. Dankeschön, Melroth. Ganz oder gar nicht. Drücke Y, während du ZR gedrückt hältst, um einen Superschlag auszuführen. Einen heftigen Hieb, der Blöcke zertrümmert, als wären sie Wackelpudding. Oh, und Rätsel, Rätsel und Studier. Huxel lernt eine neue Anleitung, und zwar einen Stachelknüppel. Ein schlichter Schläger mit schrecklichen Stacheln bedeckt. Kann nur von Melroth verwendet werden. Angriff plus 42. Na denn? Probieren wir das doch gleich mal aus. Also ich soll ZR gedrückt halten und dann... Aha! Schau mal einer an. Tatsächlich, da haut er ordentlich zu. Der liebe Huxel. Oh Gott, es ist voll die Krabbenarmee hier. Wollen die mich veräppeln? Da lasst ihr mich wohl in Ruhe. Ach, wobei, die geben ganz gut Erfahrungspunkte. Die hauen aber auch echt mächtig rein, die Viecher. Also Vorteile und Nachteile. Das Gute ist, wir haben jetzt hier so kleine Krabbenscheren bekommen von denen. Und die kann ich sicher noch irgendwie weiter verwenden. Ah! Werde ich hier von den Dornen getroffen. Gehen wir mal da vorne in die Höhle rein. Und die Hände hier machen wir auch noch kaputt. Die erinnern mich so ein bisschen an The Legend of Zelda. Diese Hände, die von oben runtergreifen. Hey, Grassam! Ach, das meinte er mit Hände. Ah, diese Hände haben die Grassam. Ach, das ist ja gut zu wissen. Dann ist es ja gar nicht so schwer, eigentlich die zu bekommen. Also da können wir eigentlich die Aufgabe von dem kleinen Typen schon mal erledigen. Wobei ich trotzdem sagen würde, wir schauen uns jetzt erstmal die Höhle hier vorne an. Wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir ein bisschen Höhlenterrorismus, wollte ich schon sagen. Höhlentourismus, natürlich. Wobei, für die Ameisen wird das hier, glaube ich, der Terror. Denn die bringe ich nämlich alle um, die Ameisen. Die sind nämlich böse. Die sehen schon so böse aus. Schau euch mal die Ameise an. Sieht die nicht böse aus? Die wackelt mit ihrem Hintern. Das gibt's doch gar nicht. Da tauntet mich die Ameise. Ja, glaubst du aber wohl. Na, da vorne ist noch eine. Ach, wenn die mit dem Hintern wackelt, dann beschwört die kleine Ameisen. So funktioniert das also. Also alle, die nicht wissen, wie Ameisenvölker sich fortpflanzen, beziehungsweise wie die mehr Ameisen in ihren Stamm bekommen, die wackeln mit dem Hintern, die Königin, und dann kommen da ganz viele Ameisen raus. Und hier vorne haben wir eine Ratte stehen. Quiek, was machst du hier, Mensch? Wie bist du an all den Ameisen vorbeigekommen? Die ganze Höhle ist ein Ameisennest. Ich dachte, sie wären auf unserer Seite. Sind sie aber nicht.
Wenn ich jetzt versuche abzuhauen, fressen die mich bei lebendigem Leibe. Und apropos Fressen, wenn ich nicht bald etwas Essbares finde, werde ich verhungern. Quiek! Glaubst du könntest etwas Weizen zum Knabbern für mich finden? Wenn du mir 20 Gaben Weizen bringst, gebe ich dir da vielleicht ein paar schöne Grassamen für. Die verwandeln grauenhaften, schleimigen Matsch in wunderschönes, grünes Gras. Boah, 20 will der haben? Ne, 20 habe ich auf keinen Fall dabei. 7. Ah, gerade mal 7 Stück habe ich dabei. Naja. Was haben wir davon? Ey, da ist was. Das sieht aus wie ein Draco. Oh, wie süß. Erstmal abbauen. Und was ist es? Oh, da kommt was. Da kommt eine Animation. Huxel erhält folgendes. Stapelbarer Dracolyt. So eine Art Totem wahrscheinlich. Und Rätsel-Rätsel-Studio Huxel lernt eine neue Anleitung. Und zwar stapelbarer Dracolyt. Das arme witzige Abbild eines richtig roten Dracolyts. Für eine Belohnung... Nee. Doch, für eine Belohnung alle 3 Farben stapeln. Also es gibt die in 3 Farben offensichtlich. In Ordnung, gut zu wissen. Und wo wir gerade mal hier in der Höhle sind, wir können mal kurz ein Päuschen machen. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Wo wollte ich denn hin? Eigentlich wollte ich hier vorne hin. Also hier war die Krabbe. Also an der Stelle, die ich gerade markiere, da war die Krabbe. Das Problem ist nur... Boah, bis ich mich da durchgebuddelt habe, das dauert ja Jahre. Wobei, hier vorne könnte ich das probieren, an der Stelle vielleicht. Gehen wir mal ein Schrittchen zurück und versuchen uns einfach mal durch die Wand durchzubuddeln. Also hier vorne, ja, da ist es relativ dünn. Oder kann ich hier einfach oben drüber latschen? Ich glaube, ich kann hier auch oben drüber latschen. Ja. Dann baue ich mir einfach wieder so eine Cheat-Treppe und gehe hier mal so ein bisschen weiter nach oben. Na. Was haben wir denn noch für Müllmaterial, was ich jetzt hier dafür benutzen könnte? Da muss wohl wieder die verdorbene Erde, die ich andauernd Stein nenne, dran glauben. Und dann gehen wir doch hier einfach mal hoch. Es gibt noch so viele Orte, die ich mir anschauen möchte. Sehr, sehr viele Orte, die wir noch nicht entdeckt haben auf der Karte. Glücklicherweise haben wir die Karte, dann müssen wir auch nicht großartig rumraten. Und da unten müsste sie doch sein, oder? Ja, da ist sie! Da ist die Krabbe! Ach, wundervoll. Schaut sie euch an. Sieht sie nicht böse aus, die Krabbe? Tja, die wird uns wahrscheinlich mächtig fertig machen. Naja, probieren wir es trotzdem mal, sie zu besiegen. Ich sollte erstmal ein bisschen was essen, damit ich nicht hier an Hunger sterbe zwischendurch. Oh, die hat mich schon bemerkt. Nee, die spawnt kleine Krabben. Hallo? Oh, was? Wie soll man die denn kaputt machen? Das schaffen wir doch nie im Leben. Also ich meine, die Kleinen machen doch schon so viel Schaden. Was muss ich denn jetzt machen, um die angreifen zu können? Muss ich alle Kleinen dafür töten? Boah, wahrscheinlich muss ich alle Kleinen jetzt kaputt machen. Ich denke mal, dann wird erst die Große wieder auftauchen. Und? Nee. Oh, und? Kann ich an dem dran stehen bleiben eigentlich? Greift der auch so an? Boah, was? 20? Boah, 20 ist aber ganz schön übel. Ja, wobei, man kann ihm schon relativ viel Schaden zufügen, tatsächlich. Ich sollte wahrscheinlich irgendwie in der Nähe seines Rückens bleiben. Boah, der teilt aber echt aus. Uiuiui. Jetzt hat er seinen Buff nicht mehr, also seinen Verteidigungsbuff. Glücklicherweise habe ich so viele Heilkräuter dabei. Oh ja, aber den kann man besiegen. Also man kann den schon besiegen. Das wird nur eine etwas aufwendigere Geschichte, glaube ich. Also sobald er die kleinen Krabben spawnt, dann geht er in diesen Verteidigungsmodus und dann kann man ihn erst einmal nicht mehr angreifen. So lange, bis man die ganzen kleinen Krabben besiegt hat. Und das ist ja hier schon eine World of Warcraft-Taktik quasi. Der Melroth, der tankt jetzt für mich. Ah, vielleicht sollte ich zwischendurch auch mal den Kohl essen. Anstatt immer das Heilkraut zu nehmen. Denn das Heilkraut heilt zwar schneller, aber das sollte ich mir vielleicht für eine Situation auch sparen, wo ich auch wirklich schnell Heilung brauche. Naja, also es müsste es auch jetzt gewesen sein. Das heißt, ich denke mal, ich kann ihn wahrscheinlich gleich wieder angreifen. Ja, und tatsächlich, ich kann ihn angreifen. Ich mache ihm echt wenig Schaden. Oh! Jetzt hat er fast zugelangt. Und hat mich fast erwischt. Also man kann immer so ein bisschen springen im richtigen Moment. Oh, und seine Energie ist rot. Oh, meine auch leider. Oh,
Oh, komm schon, dein Buff muss doch irgendwann mal weg sein. Irgendwann musst du doch mal drauf gehen, du blöde Krabbe. Und. Ich bleib an ihm dran. 250 Erfahrungspunkte, das war's. Wir haben ihn besiegt. Und Rätsel, Rätsel und Studier. Huxel lernt eine neue Anleitung. Schildkrötenpanzer. Ausrüstung. Rüstung aus dem runzligen Rücken eines Reptils. Abwehr plus 23. Was? Wir haben ein Mega-Rezept gefunden für eine Rüstung. Boah, wie cool ist das denn? Hammer. Die Frage ist, kann ich jetzt hier so ein bisschen schwimmen eigentlich? Ich glaube, so ein bisschen hier am Rand entlang bewegen kann ich mich, ohne dass ich direkt von diesem Meereswesen da angegriffen werde. Dann können wir nämlich hier vielleicht mal so ein bisschen drumrum latschen und können mal schauen, ob wir da hinten an der anderen Seite noch irgendwas Wichtiges finden. Also ich glaube, man darf einfach nur nicht aufs offene Meer raus. Also ich glaube, das ist halt das, was irgendwie verboten ist. Also das wollen die Entwickler nicht und da wird man eben damit bestraft, dass man angegriffen wird von diesem Meereswesen. Wie schon gesagt, ich hoffe so ein bisschen, dass das jetzt nicht kommt, das Viech. Aber hier vorne haben wir schon wieder mehr oder weniger festes Land unter den Füßen. Oh, ein tückisches Monster kommt näher. Oh, oh, es kommt doch. Oh, Leute, Leute, Leute. Oh, schnell raus aus dem Wasser. Es kommt näher. Ich renne direkt auf Land. Und? Kommt der noch? Oh, da ist mir fast das Herz stehen geblieben. Oh, eine neue Rätselgeschichte. Hey, ein neues Rätsel. Links ist ein Schleim und rechts ist ein Schleim aus Sand. Aha, und? Sind die unterschiedlich, die Bilder? Nur mal kurz gucken. Doch, die sind unterschiedlich. Bei dem einen ist der Mund ein bisschen weiter nach oben gezeichnet und hier liegen zwei Blöcke. Ja, wahrscheinlich soll ich den Mund doch hier erweitern. Kann das sein? Schauen wir mal. Also hier, das müssten die Stellen sein. Oh, ein Monster. Lass mich doch in Ruhe. Ich löse hier gerade Rätsel. Naja, legen wir mal hier den Block hin. Ja, Nummer 1. Und? Ah, Huxel. Komm schon, Huxel. Leg ihn rein. Nummer 2. Und tatsächlich, eine Animation kommt. Und wir haben dieses Rätsel hier gelöst. Und wir kriegen eine weitere Mini-Medaille. Huxel löst das Puzzle. Na schön, schön, schön. Tada! Yay! Yay. Huxel erhält eine Mini-Medaille. Schön, wir haben eine Mini-Medaille. Und nu? Tja, jetzt können wir hier theoretisch wieder zurückgehen. Vielleicht machen wir das auch einfach mal, denn ich habe ja eigentlich schon genug Grassamen zusammen, glaube ich. Habe ich da eigentlich die Mini-Medaille eingesammelt oben? Habe ich die eingesammelt? Habe ich die liegen lassen? Oh nö, ich habe die liegen lassen. Oh, das wäre jetzt aber peinlich gewesen. Ich habe die vorhin gar nicht mitgenommen. Ja. Naja. Jaha, eine neue Mini-Medaille. Und eigentlich hätte ich die schon längst haben sollen. Ja, was machen wir denn jetzt? Gehen wir doch einfach mal zurück zu dem kleinen Typen. Und von den Händen hier kriege ich doch mit Sicherheit auch noch Grassamen. Ja, ja, ja. Einen. Und einen zweiten. Jo, noch einen zweiten. Ah, vor euch Krabben habe ich gar keine Angst mehr. Ich habe nämlich eure Mami schon besiegt. Na komm, geh drauf! Yay! Und schon ist es erledigt. Wo war denn der Typ nochmal? Oh, ich glaube, unsere kleine Freundin hat was gefunden. Ah, das war nicht richtig. Das war auch nicht richtig. Oh Gott. Das war aber richtig. Oder muss ich ihn zerstören? Ach, ich muss den wahrscheinlich zerstören, den Block. Kann das sein? Naja, dann mache ich ihn eben mal kaputt. Und dafür kriegen wir tatsächlich ein paar schöne Samen. Nämlich Setzlinge für Zuckerrohr. Und wo war denn jetzt der Typ? Der war da vorne irgendwo. Rennen wir also mal ein bisschen geradeaus und versuchen mal, den Kollegen hier zu finden. Und schauen mal, ob wir mit den 6 Grassamen, die wir haben, letztendlich seinen Auftrag erfüllen können. Also ich denke mal, es gibt wahrscheinlich mehrere Varianten, an diese Grassamen dran zu kommen. Zum einen über diese Hände hier, zum anderen kann man ja auch diese Aufgabe von der Ratte zum Beispiel erfüllen. Diese eine Ratte, die hat uns ja Grassamen angeboten, wenn wir ihr Weizen dafür bringen. Und allgemein finde ich, ist es auch... Oh! Oh Gott! Ne, da gehe ich nicht nochmal rein. Da habe ich ein bisschen Angst. Da vorne sind noch mehr Hände. Hier sind aber viele Hände.
Ja, das sind ja auch so Sumpfhände. Die müssen ja auch im Sumpf sein, ne? Wo sollen sie sonst stecken? Wortwörtlich, denn die stecken hier natürlich so ein bisschen im Sumpf fest. Also wir haben 13 Grassamen. Ach, aber locker. Da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen, dass wir zu wenig haben, glaube ich. Dann nehmen wir die doch einfach mal in die Hand und dann gehen wir hier oben zu dem kleinen Kerlchen hin und schauen doch einfach mal, was wir als Belohnung kriegen, wenn wir hier alles zupflanzen. Also einmal, zweimal, dreimal, viermal und ihr ahnt es schon, das letzte Mal, das fünfte Mal. Gute Arbeit, Huxel. Diese Grimassen wirken ziemlich schnell, oder? Die Grassamen, Entschuldigung. Ich habe Grimassen gesagt, Huxel. Ich wollte dich veräppeln. Ich meine natürlich Grassamen, du alte Hundelunge. Ich könnte mir vorstellen, dass unser kleines, grünes Goblin-Kerlchen aus dem Häuschen ist. Du solltest ihm die gute Nachricht überbringen. Vielleicht springt und wir uns was dabei raus. Diesen Matsch mit saftiger Soda ersetzt hast du. Ja, ja, sehr gut, das ist. Wenn du Grassamen pflanzt, frisches Gras sprießt und verdorbene Erde zu gesundem Erreich verwandelt wird. Vor langer Zeit viele Schlängner das Land bevölkerten, das Erdreich sauber sie hielten, ganz üppig das Gras wuchs. Mit Grassamen Wurmfutter könntest du herstellen, dann ein Schlängner das ganze Erdreich in Rasen verwandeln. Früher nicht schwer es war, Hilfe von einem Schlängner zu bekommen. Wichter, satte Ratten, Menschen und Schlängler, Verbündete wir alle waren. Aber noch mehr hinter dieser Geschichte steckt der Erbauer der Legende, ebenfalls er unter uns war, ein jugendlicher Erbauer-Einsteiger. Mit großen Augen wie du, er nicht wahr. Ein starker, heldenhafter, wagemutiger Baumeister war er. Aber dann, verdorrt und abgestorben, das Gottesgewächs ist, gefolgt ihm die Insel ist, bis so geworden sie ist. Hör mich an, junger Erbauer. Wenn auf deinen Reisen ein Schlängler du triffst, ihm liebe Grüße von mir ausrichten, du musst von mir und all den Wichten. Eines Tages die Schlängler unsere Insel wieder mit üppigem grünem Gras überziehen werden, wir hoffen. Oh. Haben wir so ein bisschen was über die Historie der Insel wieder gelernt und des Erbauers, der hier ehemals, vor Ort schon mal gebaut hat. Und wir haben ein Rezept für Wurmfutter bekommen. Ein saftiger, klebriger Klumpen, Lieblingsfutter eines Wurms, ruft Wülfried herbei, der aus Erde Wiese macht. Sehr, sehr praktisch das Ganze. Dann haben wir den Auftrag hier also auch erfüllt und ich sehe jetzt keine Ausrufezeichen mehr auf der Karte. Dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal zurück zum Bauernhof und pflanzen mal unsere Samen ein. Wir müssen ein weiteres Feld anlegen, also unser nächstes Feld anlegen. Und damit sollten wir jetzt auch langsam mal beginnen, denn wir müssen hier ja irgendwie weiterkommen. Vor allen Dingen können wir auch mal schauen, ob wir... Oh, hier stehen sie wieder alle fürs Badezimmer an. Vor allen Dingen können wir auch mal schauen, ob wir mal diese Drakolytenstatue hier irgendwo hinstellen. Und ob wir uns den Panzer craften können. Wir haben ein Rezept für einen Panzer bekommen. Das hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Also den Panzer hätte ich gerne, meine ich. Einen neuen Ausrüstungsgegenstand. Ich meine, Abwehr plus 25. Meine aktuelle Ausrüstung hat Abwehr plus 5. Also wir sind ja quasi unkillbar, wenn wir den Schildkrötenpanzer ausgerüstet haben. Schauen wir mal. Ist das hier ein Gegenstand, den ich hier craften muss? Ja. Den Knüppel, den kann ich übrigens auch für Melrose schon mal herstellen. Und dann brauche ich Knochen. Knochen und Grasfasern. Das ist sogar gar nicht mal so teuer. Habe ich Knochen hier noch irgendwo liegen eigentlich? Ich glaube, ich hatte die eingesammelt, ne? Ach, ich hatte die schon eingesammelt. Ich hatte ja hier früher mal Knochen rumliegen. Das ist aber nicht mehr der Fall. Also hier liegen sie, glaube ich, auch nicht drin, oder? Nö, nö, nö. Aber auf dem Pott hier, auf der Toilette, sind noch ein paar Herzchen. Naja, Herrgott. Dann nehmen wir hier vorne noch die Mission an, bevor es weitergeht, würde ich vorschlagen. Denn der liebe Wülfried hat was für uns vorbereitet. Moin, mein Hübscher. Ich hab was Interessantes von Melrod gehört. Der sagt, ihr zwei hättet ein Wicht getroffen und ihm eine Fallen getan. Und ihr hättet dabei Rost gefunden, wie man Wurmfutter macht und so. Das sind bannig gute Nachrichten. Warum hast du mir nicht früher was gesagt? Wenn ich nichts besser wüsste, würde ich glatt denken, dass du nur Augen für Felder hast und darüber den Rasen ganz vergessen hast, den ich doch so liebe. Aber so leicht gebe ich nicht auf. Ich werde meine Mama und meinen Papa und deren Mamas und deren Papas stolz machen. Ich werde die ganze olle Insel rühn machen.
Ich brauche allerdings deine Hilfe dabei, Huxel. Wurmfutter besteht aus Grassamen und Nachterde, richtig? Tu mir einen großen Gefallen und mach mir irgendwo ein Kübelchen Wurmfutter. Schmeiß es irgendwo abseits deiner Felder hin und ich mache einen hübschen kleinen Rasen drumrum. Wenn du dich fragst, wo du die Nachterde herbekommst, du musst nur in den kleinen Raum, den du gebaut hast, in den Topf gucken. Mach dir keine Sorge über dreckige Hände. Du kannst sie dir mit dem Handtuch abwischen, das du da reingehängt hast. Oh Gott, ich weiß, was die Nachterde ist. Ist das eklig. Sehr schön. Also, wir craften mit den Exkrementen unserer Dorfbewohner jetzt neuerdings Gegenstände. Das ist natürlich sehr, sehr appetitlich. Hat den Vorteil, wir können uns die Giftnadel hier craften. Das ist tatsächlich ein Vorteil, denn die wollte ich das letzte Mal ja schon herstellen. Das heißt, wir haben jetzt eine Giftnadel, mit der wir kämpfen können. Sehr, sehr cool. Und wir können auch Wurmfutter herstellen. Und davon stellen wir doch einfach mal 8 Stück her, wenn wir schon mal dabei sind. Boah, richtig viel Wurmfutter. Und, na, kommt da schon angekrabbelt? Ah, okay, ich muss die erst platzieren. Ich muss die erst platzieren. Das ist ein relativ großes Feld, was er dann säubert sogar. Finde ich ganz cool. Wo soll er denn anfangen? Hier kann er was machen, finde ich. Boah, das war jetzt gar nicht mal so gut. Dann muss ich hier auch noch. Hier. 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 Ich lege die jetzt einfach mal so ein bisschen verteilt hier über den ganzen Bauernhof. Ein bisschen unstrukturiert. Hauptsache, er macht uns den Bauernhof ein bisschen schöner. Und tatsächlich hat er ein paar Herzchen auch hinterlassen, denn er ist sehr, sehr glücklich, der Bühlfried. Oh jo, hast du das gesehen, Huxel? Wir haben das Gras aus dem Nichts gemacht, haben wir. Und jetzt kann ich so lange Gras machen, wie du Wurmfutter herstellen kannst. Wir dürften schon bald die ganze Insel berühmt haben. Liebe Güte. Hast du das Wurmfutter selbst hergestellt, Huxel? Wie hast du das gemacht? Woraus in aller Welt hast du es hergestellt? Oh, das möchtest du nicht wissen, Rosi. Was soll es heißen, du weißt schon was? Wenn ich es wüsste, würde ich dich doch nicht fragen. Höchst beeindruckend. Die Verderbnis wurde beseitigt und es wächst wieder Gras auf der Erde. Mach so weiter und Grünfeld wird im Handumdrehen wieder in gutem Zustand sein. Ja, nicht übel. Wenn wir hier fertig sind, sollten wir das Kerlchen hier dazu bringen, auf dem Island des Erwachens seine Magie zu wirken. Lulu kriegt einen Anfall. Ah, nichts zu danken, Leute. Ich hätte das ohne eure Hilfe nicht geschafft. Wenn wir am Ball bleiben, schaffen wir das vielleicht auch, ein paar Blümchen zum Blühen zu bringen, wa? Blumen? Ich wollte schon immer mal Blumen sehen. Ich kenne sie nur aus den Geschichten. Dieser Tag kann gar nicht bald genug kommen. Tada! Und wir haben eine Aufgabe abgeschlossen. Nämlich das Begrünen des Hofes. Moment, da kommt etwas. Oh, ein Gegner kommt. Oder die Gegner kommen. Oh, schnell eine Waffe für ihn craften. Was hat er denn noch nicht? Den Stachelknüppel. Den hat Melroth noch nicht. Also geben wir ihm mal ein Stachelknüppelchen. Hier, Melroth. Viel Spaß damit. Oh, da freut er sich aber ordentlich. Und ich werde mir in mein Inventar mal ein paar Kohlköpfe stecken. Und ein paar Heilpflanzen. Und dann gehen wir aber noch schlafen vor dem großen Kampf. Würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Denn in der Nacht kommt ja auch immer dieser Sensenmann. Und den möchte ich jetzt eigentlich in dem Kampf nicht unbedingt dabei haben. Ich denke mal, das wird so schon schwer genug. Andererseits, wir haben es geschafft, die riesige Krabbe zu besiegen. Nein, es sind hier Faulsporen aufgetaucht. Was? Oh nö. Wo sind denn Faulsporen? Die sind tatsächlich Faulsporen. Das gibt's doch gar nicht. Wie ärgerlich. Ach, jetzt sind hier Faulsporen aufgetaucht. Ja, die sollten wir natürlich vorher noch wegmachen, bevor wir gegen die Monster kämpfen. Na komm, dann brauche ich einfach nur irgendein Material, was ich drumherum stellen kann. 1, 2, 3, 4. Das ist echt ein bisschen ärgerlich, denn das macht einem natürlich hier immer so ein bisschen die Arbeit auch kaputt. Ach, das war's schon. Das war nur eine einzige Faulspore. Na, dann war das ja nicht ganz so spektakulär, wie ich jetzt gedacht habe. Pflanzen wir mal hier kurz den Weizen wieder ein. Wo habe ich den denn? Wo habe ich denn die Weizensamen? Ich sehe die gerade nicht. Ach, da vorne. Wir haben ja nämlich ein paar mehr noch mitgebracht auch. Abgesehen davon, den Drakolyten, den will ich hier auch noch irgendwo hinstellen. Ah, wunderschön. Damit sind wir bei 162 angekommen. Und, den Drakolyten, wo stelle ich den hin?
Das ist so ein bisschen das Wahrzeichen meiner Stadt eigentlich. Der kommt jetzt einfach neben die Glocke. Na, da kommt der Drakolyt hin. Und damit beginnen wir den Kampf gegen die Monsterarmee. Aber, guckt euch mal Meroth an, der guckt schon ganz vorfreudig. Aber nicht mehr in diesem Part, sondern im nächsten. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen. Und kommentiert auch gerne fleißig. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Dragon Quest Builders 2. Also macht's gut, euer Huxel. Ciao.